Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zum nächsten Champions League Matchdecks Map-Update der Saison 21-22. In der ersten Folge habe ich schon die ersten ganzen Mannschaften einsortiert. Natürlich sind noch Lücken da, weil wir haben ja noch nicht so viele Karten geöffnet. Aber es sind schon sehr, sehr, sehr gut bestückt. Wir hatten beim letzten Mal Bayern, Dortmund alle einsortiert hier. Die ganzen Premier League Mannschaften. Und heute geht es weiter mit, als erstes, mit dem FC Barcelona. Mit dem FC Barcelona. In der nächsten Folge, also ich sortiere heute von Barcelona bis zu AS Rom. Und dann in der letzten, also in der dritten, also es ist keine letzte Folge, aber die dritte Folge, die ich jetzt erstmal vorbereitet habe, die ganzen Man of the Match Karten, die ganzen Club Karten, die ganzen Club 100 Karten, die ganzen Power Karten, die ich habe, werden dann in der letzten Folge einsortiert, also in der dritten Folge. Und dann liegt es an euch, ob ihr weitere Mappen-Updates sehen wollt, wo ich die Lücken schließe, ne? Das ist ja klar. Klar wie Kloßbrühe ist das. Marc-André Ter Stegen, unser erster Mann hier. Und ja, Messi ist hier noch dabei. Und Messi habe ich auch doppelt übrigens. Zack, kommt einmal zur Seite. Ich suche aber gerade das Logo. Logo habe ich leider nicht. So, dann machen wir Sergio Roberto. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wieso kommt ein Sergio Roberto da hinten hin? Ja, Messi macht da gar keinen Sinn. 209, 7, 8, 9. Ich habe da was falsch gemacht. Kann das sein? Wenn Atletico Madrid Suarez 206 hat. Ne, macht Sinn. Hä? Dann habe ich hier falsch gerade 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aha. 22, 23, 24, 25. Ich wollte schon sagen, ansonsten wäre Messi auf der nächsten Seite hingekommen und das hätte nicht so viel Sinn gemacht. Felipe Coutinho oben rechts in der Ecke. 217, Miralem Pjanic. Dann 220, Pedri. 223, Antoine Griezmann. 218, Frankie de Jong. Marc-André Ter Stegen ist doppelt, Coutinho ist doppelt, Ansu Fati, Jordi Alba, 10, 11, 12. Also die Abwehr hinten bei Barcelona sieht ziemlich mau aus. Also die ist jetzt nicht schlecht, aber ich meine halt, es sind wenige Karten am Start. Guckt euch das an, es fehlen ja hier alleine 7 Karten auf der Seite. 8 Karten insgesamt von Barcelona. Okay, ist noch Luft nach oben. Luft nach oben und natürlich kommt als nächstes Real Madrid. Und das Logo sehe ich direkt, ist doppelt. Leider. Und Courtois hatte ich, glaube ich, auch gezogen. So sieht's aus. Thibaut Courtois ist ja dann logischerweise die erste Karte, ne? Richtig. So, Casemiro. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Casemiro. So, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Karim Benzema. Valverde. Dann haben wir hier Asensio, dann 39, 38, 37, Eden Hazard wird leider auch von Jahr zu Jahr schlechter, der Kollege. Toni Kroos, Toni, du bist Gold wert, Toni Kroos. Bam. Valverde leider auch doppelt, Mendy, Cavajal und Tormaschine, Benzema auch doppelt. Mamma mia. 31, 30 da in die Mitte. So, das heißt 3 und hier sind es 5, 8 Karten von Real Madrid, die uns fehlen. So, von Sevilla gibt es da nur 9? Nö, von Sevilla gibt es auch 18 oder was? Aber es sind so wenige Karten, die ich in der Hand habe. Das war's komplett. So, ein Glück habe ich den Keeper, dann muss ich nicht so nochmal durchzählen. 50, 46, 47, 48, 49, 50. Ja, ich habe auch schon hier wieder Doppelte gesehen. Hier dieser Papu Gomez. Ist zweimal hier, leider. 60 hat er. Und der Kollege hat die 48. Ist hier in die Mitte. Next Gen Koundé. Ivan Rakitic. Und dann noch Torres, Gomez und Luke de Jong. So, 57. Einmal da in die Mitte. Dann Luke de Jong.
und Papu Gomez. So. Dann switchen wir zu Real Sociedad Europa League. Sevilla war auch schon Europa League. Ne, Sevilla war Champions League. Jetzt hier Europa League. Real Sociedad. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Unten in die Mitte. Oyarzabal 70, 71, 72, 73, 74. Dann 70. Warm. So, sieht erstmal gut aus. 68, der kommt dahin. 65. Bam. Teuter ist nicht am Start, leider. David Silva. Mit der 273 oben rechts. Und 269. Leider doppelt. Ila Ramendi ist doppelt. 279. 75, 76, 77, 78, 79. Auch die letzte Karte Fernandes dann von Real Sociedad. 78 und 72 ist Porto. Und Porto hat da oben noch sein Plätzchen. Das heißt, von Real Sociedad fehlen auf der ersten Seite 4, auf der anderen Seite 3, auch 7 Karten von Real Sociedad. Also die spanischen Mannschaften, die hängen hier ganz schön hinterher. Und von Betis, ab jetzt geht's los mit 9 Karten pro Verein. Also wieder Claudio Bravo, aber auch mit Logo, oder? Auch mit Team-Badge, so sieht es aus. Ja, ja, haben wir ja. Ja, hätte ich mir ersparen können. Hätte ich bloß mal in meine Karten geguckt. 82, 83, 84, 85, 86, 87. 88 kommt danach noch. Dann Fekir mit der 85, 86, 85. 83. Sydney, zack. Dann Bartra oben in der Ecke. So, das heißt, wir haben 2 Karten, die uns noch fehlen von Real Betis. Villarreal. Jetzt muss ich wahrscheinlich. Oh ne, ab danach glaube ich, ne? Oder? Geht das einfach so weiter? Ne, es geht so weiter. Sonst war immer hier, wenn man bei diesem mittleren Strich ist, wo halt diese, wo das Album halt so raufgepresst wird, sage ich mal, dann musste man immer andersrum einsortieren. 94, 90, 91, 92, 93, 94, zack, Parejo. Dann haben wir die 92, die 91 und die 96, 94, 95, 96. 5 Karten von Villarreal, 4 fehlen. Wir gehen rüber zum nächsten deutschen Club. Ich weiß nicht, wieso jetzt erst Leipzig kommt. Hätte man ja auch mit Dortmund und Dings einsortieren können, theoretisch. 99, 300. 1, 2, 3, 4, 5. Dominik Csoboszlai. Josef Paulsen, 306. Marcel Halstenbergchen. Habe ich sogar doppelt. Marcel Halstenberg doppelt und somit fehlen 4 Leipziger. 4 Leipziger, Sporting Lissabon, auch nicht so viele. Ich hoffe, dass da keiner doppelt dabei ist. Keeper habe ich schon gesehen mit Adern. Zack. Und ist hier einer doppelt. Ich sieht erstmal gut aus. 9, 10, 11, 12, 13. Die 9 oben rechts, Coates. Na. So, drin. 10, 11 und die 15. Somit fehlen 3 Karten von Sporting Lissabon. So, dann haben wir Porto. Ohne dem Logo. Aber 18, 19, 20 sind trotzdem einige mit von der Partie. Captain Pepe, der Ausraster. 23, 21, 22, 23. 21, 22, 23. Dann 21 dort. Und die letzte ist Mbemba mit der 19 und somit fehlen noch 3 Karten von Porto. Benfica Lissabon. Auch als erstes das Logo. Dann Tarabt 26, 27, 28, 29, 30. Tarabt. Seferovic 31, 32, 33. 29, 28, 27.
Und die 31. Bam. Sehr gut. Inter Mailand. Willkommen zu den italienischen Clubs. Inter Mailand. Internationale Milaner. 38, 35, 36, 37, 38. In die Mitte. In die Mitte, Besen, Besen, sei es gewesen. 39, 40, 41, 42. Romelu Lukaku hat hier noch die Karte bekommen, obwohl er halt logischerweise jetzt nicht mehr bei Inter Mailand spielt. Aber der Wechsel war halt so spät, dass diese Karte nicht mehr in die Serie gedruckt werden hätte können. Brozovic. Arela mit der 43. Und die letzte Karte ist hier nochmal so eine besondere Karte, sage ich mal. Die es auch nochmal im Base-Karten-Design gibt, sage ich mal. Aber die sind halt ultra, mega, mega selten, sage ich mal. Und wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, wen bekommt in diesem Design, wäre es schon heftig. So, AC Mailand. AC Milan sieht gut aus. Also, vielleicht habe ich AC Mailand sogar komplett. Stellt euch das mal vor. 44, 45, 46, 47, 48. Calabria. Ibrahimovic, 49, 50, 51, ja, macht auch Sinn, Ibrahimovic, dass der da unten der letzte ist. 51, Ibrahimovic ist aber leider doppelt. Das heißt, zwei fehlen von AC Mailand. Aber ist schon nicht verkehrt, ist schon definitiv nicht schlecht. Atalanta haben wir dann. Drehen wir um, da sind zwei, Alter. Zwei von dieser besonderen Art. 52, 53, 54, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 58, zack, dann haben wir 54, 56, 55, 54, jetzt habe ich die Kamera hier verstellt, zack, das ist wieder normal, 58, 60, und die 56. So. Dann kommen wir noch zu Juventus Turin. Ich hätte gedacht, Juventus ist jetzt der letzte, aber gar nicht wahr. Es kommt dann noch Napoli. Und AS Roma. AS Roma. So, aber erstmal Juventus Turin. Eins nach dem anderen. Bonucci. De Ligt. McKenny. Und Chiesa. So, Napoli. Und das endet wenigstens auch auf einer 18er Seite. Ist gut. Tops. Erstmal, ne? Kann ich nicht drüber meckern erstmal. 71, 72, 72 Di Lorenzo. Di Lorenzo. 73, 74, 75, 76. Zack. Dann haben wir die 73. Zack. Und die 74. Wunderbar. Baski, AS Rom, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Aber der Torhüter sehe ich nicht. Den Torhüter sehe ich nicht, das heißt, es fehlt ja schon mal mindestens eine. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Dann 80. Ah ne, fehlt nicht. Warte mal, Ibanez, gibt es keinen Keeper hier oder was? Kein Keeper von AS Rom? Sieht nicht so aus. Okay, dann hat man den Torhüter einfach mal weggelassen bei der AS Roma. Warum denn nicht, ne? Warum denn nicht? Und Pellegrini ist leider doppelt. Und die AS Roma war halt auch der letzte Verein, ne? Ab morgen, also in der nächsten Folge, ich weiß nicht, wann die nächste Folge kommt, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, werden wir die Man of the Match Karten einsortieren. Master und also diese Master und Apprentice, Signature Styles, Club 100, Heritage, Taktik, Gold Limis, alles, was ich habe an Power Karten, wird morgen am Start in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob es vielleicht kommt es direkt morgen. Ich sage immer morgen, aber vielleicht gibt es gar nicht morgen eine neue Folge. Aber in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.